So, wir haben jetzt unser Camp in der Wüste verlassen und sind jetzt auf dem Weg nach Swakopmund. Wir sind jetzt gerade hier in Solitär, wo wir einen kurzen Zwischenstopp machen. Ist wohl die kleinste Stadt in Namibia. Und zwar wohnen hier so zwischen 70 bis 80 Personen und haben hier gerade den angeblich besten Apfelkuchen Namibias geholt. Den werde ich jetzt gleich probieren. Und dann fahren wir jetzt noch weiter. Auf dem Weg nach Swakopmund werden wir noch ein paar Flamingos uns anschauen. Sagen. Riesenfelsen, Riesenfelsenlandschaft. Schaut mal. Nach 3 Tagen Zelten sind wir jetzt wieder in der Zivilisation angekommen und sind hier in Swakopmund. Das ist eine ehemalige deutsche Kolonie, deswegen gibt es hier auch relativ viele Läden und Straßen, die nach deutschen Namen benannt sind. Und sind jetzt aber auch ganz froh, dass wir jetzt mal 2 Nächte in einem vernünftigen Bett wieder schlafen konnten und gucken uns jetzt hier so ein bisschen um. Ja, irgendwie ist das schon komisch, wenn vor uns irgendwie ein Schild ist, das Hansa Hotel oder die Kaiserstadt. Sieht irgendwie aus wie ein Outlet-Center und Phantasialand in einem. Es ist irgendwie sehr surreal. Es ist irgendwie anders als ein Rest von Namibia, den wir bisher gesehen haben. Es sieht alles sehr künstlich aus und so ein bisschen ist es auch komisch, dass man mitten in Afrika ist. Und es gibt hier Afrikaner, die Deutsch sprechen, Straßen, die deutsch sind, deutschen Kuchen, deutsche Lebensmittel. Ja, und irgendwie sind hier gar nicht so viele Leute. Also auch ein bisschen ausgestorben der noch, dafür, dass es eine große Stadt ist hier. Und ich sehe da noch einen ganz wichtig. Wir hatten heute unseren freien Tag in Swakopmund und Mirko und ich waren gerade was essen und das ist jetzt so ein bisschen der Vorführeffekt. Jetzt kommen tatsächlich 2 Autos vorbei, aber wir laufen hier wirklich schon die ganze Zeit umher und man hat das Gefühl, wir sind die einzigen Leute in ganz Swakopmund. Es ist echt ein bisschen gruselig. Ich versuche das mal so ein bisschen einzufangen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber ich versuche es mal. Creepy. Mega creepy. Also man könnte echt denken, wir wären hier ganz alleine. Heute haben wir Swakopmund verlassen und sind jetzt auf dem Weg nach Brandberg und auf dem Weg dahin sind wir noch mal kurz am Strand stehen geblieben und um uns hier ein Schiffswrack anzugucken. Da. Und machen uns jetzt gleich weiter auf dem Weg zur Seelöwenkolonie und fahren dann heute Abend weiter zu unserer finalen Destination, wo wir dann zelten werden. Also, wir sind hier gerade bei einer Seelöwenkolonie gelandet und ich würde am liebsten gleich alle Babys hier mitnehmen, aber das gestaltet sich doch ein bisschen schwieriger als erwartet. Leider kann man den Geruch nicht aufnehmen, weil es riecht bestialisch, aber dafür haben wir einen super schönen Ausblick und die Seelöwen sind echt geil, vor allen Dingen die kleinen Seelöwenbabys. Oh nein, oh nein, da muss ich hin. Ja, hallo. Oh nein. Ich glaube, ich habe eins gefunden, was ich mitnehmen könnte. Oh nein!
jetzt hier in Uis, wo wir unsere Pause machen zum Mittagessen. Und hier ist es wieder deutlich wärmer. Und wir haben unser nächstes Problem mit dem Auto natürlich. Und zwar wurde aus Versehen statt Dieselbenzin in den Tank eingelassen. Aber nicht so schlimm, ich gucke mir währenddessen so lange die Highlights von Uis an. Wo wir jetzt eine Tour machen auf der White Lady und gucken uns jetzt hier Höhlenmalereien von den Ureinwohnern an. Und es ist wirklich ganz schön, sich mal ein bisschen zu bewegen, weil die Straßen von Namibia sind wirklich schrecklich. Das Auto haben wir übrigens auch wieder repariert bekommen. Und jetzt gehen wir hier ein bisschen umher. Ich zeige euch mal ein bisschen, wie es hier aussieht. The Germans call it the Knipschliver. Knipschliver? Und jetzt sind wir auf unserem Zeltplatz. Und hier ist keine Menschenseele, keine, außer wir. Und also relativ klein die Gruppe, wie ihr wisst. Ja, und der Himmel ist wunderschön, dass die Aussicht gerade, die Sonne geht quasi gerade unter. Hallo, schön, dass ihr unser Video geschaut habt. Nach den letzten zwei Videos habe ich ja gedacht, wir können es gar nicht mehr steigern, aber Mirko hat dann doch nochmal gezeigt, was Liebe und Tiere ausmachen können. Und ich glaube, wir haben ein ganz tolles Video hier geschaffen. Mich würde interessieren, wie es euch gefallen hat. Lasst doch mal einen Like da oder schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. So ein kurzes Feedback finde ich auf jeden Fall super. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Falls ihr unsere Webseite noch nicht kennt, könnt ihr da einfach mal drauf gehen, www.letsdeepexploring.de oder auch auf unserem Instagram-Account. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!